Diablo war besiegt. Eine Zeit lang schien es, als würde Frieden herrschen. Doch es sollte nicht sein. Denn Diablos Essenz lebt im schwarzen Seelenstein weiter. Ich kann den Stein weder zerstören, noch kann ich zulassen, dass sein Übel in den Himmeln verweilt. Und deshalb muss er verborgen werden. Sogar vor den Engeln. Ich bete nur, dass es ausreichen wird. Ihr habt treu gedient, Horadrim. Eure Aufgabe hier ist erfüllt. Und ihr solltet alle... fliehen. Maltael. Wieso? Der Nephalem wird euch aufhalten. Den Tod auf. Ja, Freunde, willkommen zurück zu Diablo 3, Reaper of Souls. Wir machen weiter mit der Kampagne. Heute starten wir gemeinsam Akt Nummer 5. Wir müssen uns dem Tod stellen, denn er hat die Seele von Diablo an sich gewandt. Wir spielen natürlich weiterhin meinen Dämonenjäger, den wir schon damals im ersten Let's Play gesehen haben. Und wir legen jetzt direkt los mit Akt Nummer 5. Ich bin einer Blutspur in die Westmark gefolgt, deren Hauptstadt belagert wird. Engel durchkämmen die Straßen und töten alles und jeden. Nur warum? Ich werde den finsteren Zweck hinter dem Gemetzel ergründen und die Seelenernte aus der Westmark verbannen, dem Königreich, das einst meine Heimat war.
So, wir sind auf dem Weg zur Westmarkt. Mein guter Freund und Begleiter Johann, der Templer, ist natürlich auch wieder dabei, genauso wie mein Wolfshund. Und hier drüben sehen wir schon die Schergen von Maltael. Der Nephalem. Der Nephalem, das sind wir. Halb Engel, halb Dämon. Tyrael hat mich geschickt, euch zu finden. Maltael hat den schwarzen Seelenstein gestohlen. Ihr müsst mit mir kommen. Die Menschen da unten leiden. Ich muss sofort etwas unternehmen. Aber ihr und Tyrael müsst zusammenarbeiten, um Maltael zu finden. Sagt Tyrael, dass wir uns in Westmarkt treffen. Geht. Ich werde nicht versagen, das schwöre ich. Sehr gut, Junge. Und wir gehen hier drüben hin. Die alte Heimat. Das Wolfstor. Wir werden alle sterben. Die Menschen fliehen. Der Tod hat hier seine Finger im Spiel. Sie wird uns alle umbringen. Sie? Wow. Nein. Die große Frage ist natürlich, was will Maltael mit dem schwarzen Seelenstein, mit der Seele von Diablo? Die Story wird wahrscheinlich wieder richtig gut, denn bis jetzt war jedes Blizzard-Spiel, was die Story angeht, natürlich überragend. Nicht umsonst gibt es so viele Romane dazu. Ich bin sehr gespannt und ich habe schon lange kein Diablo mehr gespielt. Wir spielen das Ganze hier auf schwer, denn meine Ausrüstung ist gar nicht mal so übel. Ja, wir alle kennen das ja, ein neues Add-on kommt raus, man hat sich sein ganzes Zeug früher hart zusammengefarmt und auf einmal ist alles wertlos, denn die neuen Gegenstände sind natürlich viel, viel besser. Mittlerweile kann man ja auch weiter leveln, früher war es Level 16 und jetzt können wir mittlerweile bis zu Level 70 gehen. Dazu kommen noch diese Paragon-Level. Ich habe nicht genug Hass. Da bin ich erst mittlerweile Level 19 und jetzt aktuell sammeln wir Erfahrungen nur fürs reguläre Leveln. Okay, hier unten drin. Es riecht nach Tod und Schlangen. Ich bin gespannt, was für legendäre Gegenstände wir kriegen. Denn darum geht's ja. Immer bessere Ausrüstung, immer mehr Damage machen, immer schneller hier durch die Level durchrennen und der absolute King werden. Halt! Auf den Straßen ist es nicht sicher! Hey, da sind ja meine Leute von früher. Was gibt's? Was gibt's? Wir reparieren und wie man sieht, alles leer. Hier neue Gegenstände, Level 66. Es ist das Ende der Welt. So viele wurden getötet und die Seelenernter sind überall. Gibt es Überlebende? General Thorion verteidigte eine Gruppe Flüchtlinge bei der alten Zakarum-Kathedrale. Doch wahrscheinlich sind sie alle bereits tot. Moment. Ihr seid der Dämonenjäger, der die Bastion gerettet hat. Ihr werdet auch uns retten, nicht wahr? Ich gebe euch mein Wort. Genau so sieht's aus. Sie nannten ihn den Retter. Nicht wahr, Johann? Weiter! Ich glaube, wir sind sie los. Oh nein, nein! Jene, die das Blut der Dämonen in sich tragen, müssen sterben. Ist sie wahnsinnig? Das waren Unschuldige. Okay, die machen hier so eine große Säuberung. Denn die Menschen sind ja eine sehr fragwürdige Rasse hier. Unreine Engeldämonen. Gezüchtet auf irgendeiner Insel von ein paar Leuten, die sich da abgeseilt haben. Die keinen Bock mehr hatten auf den ewigen Krieg zwischen Engel und Dämonen. Und dadurch sind dann eben die Menschen entstanden. Denn auch Engel und Dämonen haben natürlich Bedürfnisse, besonders Dämonen. Wir alle wissen ja, Succubus. Geile Weiber mit Flügeln. Und Schwänzen, hinten natürlich. Okay, vergessen wir das. Töten wir sie! Vergeltung! Nicht genug Hass. Nicht genug Hass! Die Straßen hier sehen super aus, allgemein finde ich die Grafik immer sehr zeitlos. Denn so Spiele sollen ja ewig lang gespielt werden. Und sie sollen auf jedem Rechner laufen. Da finde ich, macht Blizzard immer eine sehr gute Arbeit. Das Spiel sieht jetzt nicht irgendwie mega geil aus, aber auch nie wirklich hässlich. Innenhof. Okay, wohin? Hier drüben hin. Die Kathedrale. Noch mehr Untote. Mehr Hass, um das zu tun. Seelenernter. Die sind ganz schön schnell unterwegs. Und wir sind beinahe wieder Level Up. Na, hier finden wir nichts. Switchen wir mal nach vorne.
Verteidigt die Kathedrale! Schlagt diese elenden Kreaturen zurück! Oh, Elite! Jetzt geht's los, die neue Fähigkeit. Die bekommt man nur durch das Add-on. Sieht extrem cool aus, oder? Und macht auch extrem viel Damage. Sehr geiler Shit. Wir haben diese. Ah, da seid ihr. Tyrael, weshalb greift Maltael die Stadt an? Er labt sich am Tod. Jedes Leben, das seine Seelenernte nehmen, macht ihn stärker. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maltael den perfekten Zeitpunkt für gekommen, um den ewigen Konflikt zu beenden. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Wir stammen von Dämonen und Engeln ab. Doch Maltael sieht in uns nur das Böse. Die Kathedrale! Alle Flüchtlinge befinden sich dort! Folgt mir! Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Da sollen wir rein. Moment, wir haben irgendwas Neues bekommen. Ein Helm. Für den Mönch. Gehen wir rein. Bei Akarat. Es ist noch schlimmer, als ich befürchtet habe. Was ist das für ein Ding? Meine Güte, hier drin sieht's ja richtig mies aus. Überall die Leichen, ausgesaugt, blutleer. Eine Todesmaid. Haltet sie auf. Nephalem, eure Seele wird mir gehören. Okay, hauen wir die Alte weg. Erstmal markieren und hier wieder die brutale Fähigkeit. Damit durchsieben wir sie. Nicht genug Hass. Level 67. Bam. Wir haben Groll bekommen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um den Nephalem aufzuhalten, damit die Seelenernte nicht unterbrochen wird. Sie ist der Schlüssel zu Maltaels Sieg. Nicht mit mir. Wo ist Maltael? Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr in Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Können wir irgendwie herausfinden, warum er hinter ihm her war? Vielleicht. Als Maltael ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Tut, was ihr könnt. Ich werde die Stadt vor Maltaels Streitmacht retten. Okay, wir säubern die Gegend. Noch hier drüben hin, können wir hier irgendwas mitnehmen? Level up, wir schauen mal rein. Hier die neue Fähigkeit Rache. Und natürlich haben wir für jede Fähigkeit wieder, können wir gerade nicht auswählen, Runen. Und mit den Runen können wir dann die Fähigkeit so ein bisschen verändern, modifizieren, stärker machen oder ihr irgendwelche Eigenschaften noch dazugeben. Ist auf jeden Fall sehr cool. Und Moment, was haben wir hier drüben Neues? Level 66, Level 66. Beides unnötig, brauchen wir nicht. Was genau hat die Todesmaid in der Kathedrale getrieben? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltaels Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit zweien davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Bis ich sie zerstöre, dann werden sie ihm ausgehen. Seelentiegel. Hier sehen wir den Stein. Tod. Das Böse muss sterben. Die Horadrim sind zu einem seltsamen Zeitpunkt zurückgekehrt. Tyrael erschuf unseren Orden neu, damit wir ihm dabei helfen konnten, den Seelenstein aus den Himmeln fortzubringen und um die Menschheit zu schützen. Schließlich könnt ihr nicht überall zugleich sein. Ganz gleich, wie mächtig ihr auch sein mögt. Offensichtlich. Ja, wo waren wir denn? Urlaub. Die Seelentiegel verwandeln die Toten in Seelenernte? Es ist die traurige Wahrheit. Sogar die Todesmaiden? Ihre Geschichte ist ebenso tragisch wie die Maltaels. Einst bildeten sie die Spitze seiner Engel der Weisheit. Aber sie folgten ihm auf dem Weg in die Dunkelheit. Okay. Maltael, mein Bruder. Er war die Weisheit selbst. Der Anführer unseres Rates. Der Erste unter den Engeln. Und nun
ist dies aus ihm geworden. Wie ist das möglich? Nach der Zerstörung des Weltensteins verfinsterte sich das Gemüt Maltaels und er verließ des Öfteren die Himmel. Dann verschwand er ganz. Er muss eine Verbundenheit zu... Nein, eine wahre Besessenheit mit menschlichen Seelen entwickelt haben. So oder so ist es entsetzlich und ich werde ihn aufhalten. Die Toten haben ihre Ruhe verdient. Der Splitter ist nur ein Fragment des schwarzen Seelensteins. Wie kann er uns helfen? Der Splitter ist noch immer mit dem Seelenstein verbunden. Ändert sich der Stein, ändert sich auch der Splitter. Somit kann ich beobachten, was Maltael mit dem Stein anstellt. Und wenn wir Glück haben, dann kann ich sogar seinen Plan erkennen. Ich finde, der sieht genauso groß aus wie der Stein. Endlich! Ein Held kommt, um uns zu retten. Das bringt mir aber meine Frau nicht zurück. Oder etwa doch? Ich denke, nein. Wiederbelebung ist nicht so mein Ding. Meine Bibliothek ist nicht weit von hier entfernt. Ich wollte sie gerade für den Abend schließen, als ich den Kampflärm in den Straßen hörte. Ich habe die Türen versperrt und bin durch das Hinterfenster entkommen. Doch für Westmark ist aus den Bemühungen des großen Generals Rakis erwachsen, der seine Religion über die Reiche des Ostens hinaus verbreiten wollte. Gefangen im Aberglauben der Zakarum, trieb er seine Paladine erbarmungslos über die wilden Lande des Westens und unterwarf die unzivilisierten Stämme, die er dort vorfand. Schlussendlich wurde er zu ihrem König. Okay, es gibt auch wieder die Geschichten. Wie man sieht, so gut wie jeder hat überlebt. Der Schmied. Habt ihr etwas gehört? Nein. Keine Ahnung. Beschäftigt euch etwas, Hedrick? Ehrlich gesagt, ja. Ich erinnerte mich gerade daran, was passiert ist, nachdem der Stern auf Neutristram niederging. Ich hatte Mira noch nie so verängstigt gesehen. Lea kam später vorbei und erzählte uns, dass im Gasthaus Verwundete seien. Trotz ihrer Furcht hat eure Frau ihnen geholfen. Ja, war eine gute Frau, bis wir sie getötet haben. So, hier Warum ist also unser neues Dorf. So etwas antun? Was redest du da? Dies ist eindeutig das Werk eines Dämons. Na gut, schauen wir mal, wo wir hin müssen. Hier drüben wieder ein Band. Nach Jahren des Flehens ließ sich der Angiris-Rat endlich darauf ein, mich mit der Suche nach Maltael zu beauftragen. Ich werde nicht versagen, denn die Anwesenheit meines Meisters in den hohen Himmeln wird dringend benötigt. Da ihm Maltaels wachsende Faszination mit den Menschen aufgefallen war, riet Tyrael mir, in Sanctuario mit der Suche zu beginnen. Okay, neue Infos. Ich finde die Tagebücher immer ganz gut. Also die werden wir uns anhören, wenn wir sie finden, aber so schwer sind die gar nicht zu finden. Sollte also alles funktionieren, wir können hier hin. Was haben wir hier? Die jährliche Parade. Ein Herrenhaus. Rakis führte immer hier vorbei. Ins Herrenhaus, Johann. Ich dachte, du bist ein Templer, ein gläubiger Mann. Gut, gehen wir rein. Oh, hier ist einiges los. Herrenabend ich im Herrenhaus. Nicht genug Hass. Wir haben nicht genügend Hass. Schnell, wir müssen meine Freunde retten. Okay, du rennst raus, wir machen den Job. Das Ganze hier könnte extrem gefährlich werden. Leuche. Exorzist. Das ist alles Justinians Schuld. Und so jemand nennt sich König. Ich brauche mehr Hass, sind hier um viele. Das zu tun. Auf jeden Fall brauche ich mehr Hass. Viel mehr Hass. Okay, säubern wir hier noch das Herrenhaus. König Justinian ist bestimmt bereits aus der Stadt geflohen. Es ist an der Zeit, dass das Volk sich auflehnt. Habt ihr den Verstand verloren? Die Stadt steht am Rande des Abgrunds. Aber dies ist die Gelegenheit, uns vom Joch des Königs zu befreien. Wen haben wir da hinten? Ein Todesengel. Na, die Gegner hauen doch ganz ordentlich rein. Also ich denke, der Schwierigkeitsgrad hier, der passt auf jeden Fall erstmal. Vielleicht später stelle ich es hoch, je nachdem. Jetzt schauen wir erstmal, wie schnell wir hier durchkommen.
Denn primär geht es mir nur hier um die Story. Richtig geilen Loot findet man eh später nur in Qual 1, 2, 3, 4 und so weiter. Oh, bin ich durch? Einmal noch. Wo kommen wir denn hier hin? Epischer Loot, ein bisschen Gold. Naja, geht, ne? Könnte geiler sein. Graue und weiße Sachen nehmen wir es gar nicht mit. Danke für eure Hilfe. Aber das ist noch nicht das Ende. Der König hat uns alle im Stich gelassen. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest dies. Sein privates Tagebuch. Und wie genau habt ihr das Tagebuch gefunden? Nun, sagen wir einfach, es stammt von jemandem, dem etwas an uns einfachen Leuten liegt. Ich bin so erschöpft. Warum musstest du von mir gehen, Bruder? Ich war nie dazu bestimmt, König zu sein. Der Adel droht mit Aufstand, um mich seinem Willen zu unterwerfen. Sie werden mir die Unterstützung versagen, wenn ich die Bauern nicht klein halte. Meine Position ist hoffnungslos. Ein König, der wahnsinnig wird, kennen wir ja schon bereits von dem Skelettkönig.